Und damit, Leute, wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von A Black Tales Innocence. Und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Zu diesem neuen Video. Es könnte meinen kleinen Bruder retten, bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Alles klar, und ich glaube, der liebe Rodrigue wird irgendwie wissen, wo die Bücher, die Amisa sucht, sich befinden. Dann würde ich sagen, liken, wenn es dir gefällt. Wie im jeden Video Discord, Link in der Bio gerne beitreten. Und dann würde ich sagen, Leute, laufen wir erstmal mit den beiden hier durch und mal sehen, ob wir hier was finden werden. Wir haben auch in der letzten Folge den lieben Vitalis gesehen, der Bösen aller Bösen. Der Großinquisitor. Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinera hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einband hat. Sieh mal, da oben. Rosen, das muss es sein. Ich muss da hoch. Ist das dieses Buch oder wie? Ja, das muss dieses Buch sein. Dann würde ich sagen, Leute, schnell nach oben. Wie fragst du, wie kommen wir Kannst nach oben? Kannst du mir zur Hand gehen? Ja. Dann let's go hier. Drin! Interessant. Die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Ja, ich glaube, so einfach wird es doch nicht. Ich glaube, wir müssen noch was anderes machen. Hier wird bestimmt irgendwas einstürzen oder so. Oder? Weiter geht's hier, oder wie? Hallo? Loslassen? Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Okay, dann dreh Jetzt. Mal das hier, Rodrigue, vielleicht erstmal. Und dann können wir... Wir müssen erstmal irgendwie raufkommen, ne? Das ist die Sache, aber die Frage ist, wo können wir denn da raufkommen? Hier vielleicht? Rodrigue, komm mal her. Halt. Sputtern. Also los. Mach mal Sofort. Das hier, Rodrigue. Ah, hier ist ein Wagen. Damit können wir das erstmal hier rausziehen. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Alter, Rodrigue. Du hättest ins Wasser quetscht, Junge. Chill mal. What the fuck? Okay, alles klar. Erstmal genug geschnackt hier. Da ist noch ein Raum, sehe ich gerade. Moment mal, Amicia. Kann man hier irgendwie reingehen oder irgendwas machen? Igitt. Oh. Das lasse ich lieber, wo es ist. Zeriak. Was ist denn bitte Zeriak? Die Fermentation dieses Suds aus mehr als 50 pflanzlichen, mineralischen und tierischen Zutaten dauert länger als ein Jahr, damit sich die Wirkung vollständig entfalten kann. Wird er gegen das große Böse angewendet, scheint er die Entwicklung der Pestpoints zu beschleunigen, sodass die Infektion nach einem Einschnitt beseitigt werden kann. Und es muss bestimmt stinken, oder? Wie Amisa gerade auch, vermerkt hat. Aber ist auch egal, Leute. Wir sollten es mal ranschieben und dann ab nach Perfekt. Oben klettern. Oh ja, und dann weiter geht's hier einfach. Genau, genau. Übrigens, ich heiße Amicia. Und du bist Rodrigue, oder? Du weißt eine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Mönche oder sowas. Sie redeten nicht viel. Mein Vater hat sie konstruiert. Er war der Meister. Ich war bloß der Lehrling. Aha, Mönche, die das Sanguinis Itinera bewachen. Jetzt! Ist recht. Ich hoffe, die reden noch ein bisschen weiter über dieses Thema gerade, weil ich wollte es ungern unterbrechen. Ja. Alles klar, ist doch egal, Leute. Wir laufen jetzt mal weiter hier. Nachlassen würde ich jetzt sagen. Ja, da geht es runter. Perfekt. Läuft wie geschmiert. Und dann muss das gemacht werden. Dann müssen wir es geschafft haben. Aber warum die Kiste davor, die wir runtergestoßen haben? Bringt ihr noch irgendwas vielleicht? Das kann auch sein, ne? Wir warten einfach mal ab, Leute. Wir warten einfach ab. So. Es ist viel zu still. Wo sind die Soldaten hin? Du musst da weg, Amicia. Weg da, Amicia. Du stehst im Weg. Nee, ich wollte eigentlich loslassen, damit wir... Jetzt verstehe ich die Masche. Jetzt verstehe ich das. Wir müssen das, glaube ich... Warte, lass mal kurz los, Rodrigue. Lass mal kurz los.
Ey, Süßer, lass mal los. Nein, halt. Genau. Ich glaube, ich habe einen Plan. Jetzt. Oder habe ich einen Plan? Ich habe einen Plan. Ich habe einen sehr guten Plan sogar. Komm schon, beweg dich. Hey, tu dir nicht weh. Soll ich... Nein, mein Bruder. Ich bin es ihm schuldig. Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. Ja, aber mit einem gebrochenen Arm wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. Ja, so ist es auch. Und ich merke, ja, zwischen den beiden kann auch was vielleicht entstehen. Es wäre gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, die liebe Millie wäre dann nicht so einverstanden. Also es los. Wird noch sehr interessant hier in der Story von The Plague Tale. So, dann glaube ich, können wir dann das hier reinschieben. Amicia, genau so. Das ist ein bisschen gerade schwer zu schieben. Jetzt muss es gehen. Perfekt. Okay, alles klar. Na, wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Also nice. Gut, bringen wir es hinter uns. Dann schnell zum Buch, Leute. Und ich bin mal gespannt, ob dieses Buch wirklich uns die Hilfe bieten wird, die, ja, das der Lukas versprochen hat. Ey, nein, Amicia. Und ich hoffe auch, die Millie wird Arzu retten, aber wie schon bereits erwähnt, habe ich da irgendwie so meine Bedenken, dass Millie Arzu retten wird. Komm, das Spiel läuft eigentlich bis jetzt, gut an. Ja, relativ, sag ich mal, gut für die Hauptcharaktere dieses Spiels. Und ich glaube, irgendwann aber wird es sich das Ding ganz schnell wenden. Für uns alle hier. So, loslassen. Lass es einfach. Sofort. Perfekt. Okay, dann würde ich sagen, Leute, schnell zum Buch. Und dann bin ich mal gespannt, was das so zu bieten hat. Ja. Ah, Stopp. Du lässt es schön sein. Wir können rüberklettern. Was mache ich denn hier, ich Vollidiot? Genau. Gut so. Fast geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Oh ja, da hast du vollkommen recht, Rodrik. Hör mit dem Buch und dann nichts mehr raus hier. Ich kann's einfach nicht glauben. Let's go. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Oh, shit! Renz! Ich kenne dich. Amicia de Ruhm. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin, was willst du denn mit dem Buch erreichen? Meinen Bruder retten! Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Amicia. Schnell, hier entlang. Wachen! Ihr könnt fliehen, doch eurem Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Da teilen Rodrik und Amicia dasselbe Schicksal. Beide Eltern wurden vom selben Mann getötet. Und es müssen beide auch fliehen vor der Inquisition. Bereit? Das wird die Hölle. Und wie ich bereit bin. Dann schnell öffnen! Und dann durch hier! Raus. Schnell zu Hugo! Schnell die zu unserer Familie! Hast. Let's go! Lass uns die anderen suchen! Halt die Schnauze! Oh wir shit! Ganz schön aufgescheucht. Ruhe! Ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Und da bin ich mal gespannt, was in dem Buch drin steht. Vielleicht die Rezepte für die Beschwörung oder so? Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Hm? Oh! Ja, hab ich euch. Oh Gott, ich dachte, ich krieg das selber hin. Schnell! Renn! Rodrik? Was? Oh, das oh, was. Oh, Alarm! Oh, da oh. Ist jemand. Scheiße, wir sind so tot. Oh Mann, ich bin so lost. Ich bin da manchmal echt lost. Auf dein Zeichen. Okay. Rodrik, du scheinst stark zu sein. Dann würde ich sagen, Rodrik, viel Spaß. Rodrik, du bist dran. Hol ihn dir, Rodrik. Das ist für meinen Vater. Wow. Alter. Machst du das oft? Nein, aber langsam macht mir das Spaß.
Bro, chill! Klar, das ist schön, ein bisschen Rache auszuüben, aber das darf dir nicht gefallen, Mann. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Das wird noch nicht gut enden, Alter. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Ja, dann hier, bam. Dieses Geräusch. Was war das? Rick, das ist deiner. Viel Spaß. Erledige ihn. Du wirst bezahlen. Alter, also der ist nicht nur ein Schmied. Da könnte auch ein Ritter oder so da sein für einen... Ich hab mich wohl etwas gehen lassen. Ja, okay. Ich dachte, der ist eigentlich nur ein Schmied, aber er kann ja mehr mit seinen Armen, als ich dachte. Scheiße, Mann. Ich hasse es, hier rumzustehen zwei. Und zu tun. Jeder übernimmt einen, in Ordnung. Muss jemand hier ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments. Auf dein Zeichen. Ah, egal. Okay, klar. Stein, der ist Angriff. Dich. Lass ich mir nicht zweimal. Drei. Scheiße, bam! Defend. Nice. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Ja, da kann ich dem zustimmen, lieber Rodrik. Wir laufen weiter, Leute. Aus der Universität. Und dann nichts mehr raus hier. Bitte sag, dass sie nach draußen führt. Sie führt nach draußen. Frische Luft. Ich rieche Feuer. Hier ist Feuer. Oh, meine Güte. Scheiße. Feuer. Haben wir... Ist der Großinquisitor noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach. Und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Ratten. Der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rodrik. Wart. Bei der Befragung in der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Extinguis. Unsere letzte... Oh, nee. Unser vorletztes... sag ich mal... Hilfe... Gegenstandsmaterial. Damit wir hier weiterkommen, dann würde ich sagen, mehr Extinguis und dann löschen wir das Feuer. Bam! Stimmt etwas. Es hat funktioniert. Das ändert alles. Vor allem für sie. Ignifer! Geht bloß weg, ihr Scheißteile. Ja, okay. Der, lebt noch. Also, was heißt lebt noch? Also, der wurde jetzt nicht weggenagt. Also, der hat noch sein... Ich nehme nur das mit. Das, lass ich mal dort liegen! Nein! Ich gehe nicht mehr dorthin. Die ganzen Bücher werden verbrennen. Es ist nicht deine Schuld. Denk an dein Buch. Ich gehe hier lang, Alter. Wir müssen hier raus. Scheiß auf Blut, Leute. Ich glaube, die Kinder haben das Feuer gelegt, damit sie rausschleichen können. Ich dir in die Finger kriege. Nein, das war mir nicht, Bro. Extinguis? Bam! Geil! Extinguis gefällt mir voll. Macht mir voll Spaß. Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Genau, dann müssen wir es Extinguis... Nee, obwohl... Nee, ich hab einen Plan. Du brennst! Verdammt! Nein! Alles in Ordnung? Ist noch irgendwer da drin? Ja, ich dachte, ich schaffe es. Das ist die Hölle da drin. Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Und wie? Da machen wir Extinguis? Und da können die Ratten da ihr Festmahl essen. Moment. Oh. Das ist Klacke. Oh. Genug jetzt. Ratten! Dankeschön, Ratten! Oh mein Gott! Dass ich euch mal danken werde! Das ist mal neu! Müssen wir wirklich da rein? Ja. Ah, es ist jetzt schon so heiß! Sie haben mir gerade das Leben gerettet, Leute! Die haben mir for real das Leben gerettet! Oh, was? Was sollen wir tun? Scheiße! Und pass auf Bilder! Nein, raus! Scheiße! Wir werden gesehen! Renn! Schon, die ganze schon. Uni ist in Flammen. Das ist gar nicht gut. Renn!
geschlossen. Dahinter brennt es. Oh nein. Was tust du da? Öffne sie. Rodrik! Ja. Auf! Wir sind fast da! Scheiße! Nach links! Ah. Komm! Hier lang! Da haben sie beiden ernsthaft rausgeschafft, also Rodrik, ich mag ihn irgendwie. Ein bisschen schon, ja. Am Leben. Oh ja, das ist gut, dass wir am Leben sind. Und dann bin ich mal gespannt, wie es Lucas und Hugo geht. Denen geht's gut. Das ist sehr gut. Wo ist mir Leo und Arthur? Ich hoffe, die haben sich gefunden. Da, sie ist zurück. Amicia! Ihr wart erfolgreich. Hier, aber Vorsicht, riecht etwas angesenkt. Wer ist das? Rodrik, aber psst. Oh, das Sanguinis Itinera. Was steht in dem Buch? Das. Die Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch? Ich! Kommt, essen wir. Das haben wir uns verdient. Du auch. Komme. Drei Wochen später. Wow, fast ein Monat. Krass. Dezember 1348. Im Winter von Frankreich. Krass. Nein, nein! Verflucht! Das ist gar nicht gut. Hey, ist alles in Ordnung? Es ist nichts. Aber diese Tür, hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Nun, Hugo schläft. Gerne, Rodrik. Ja, lass uns nachsehen. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Na also. Das war wirkungsvoll. Und hat kaum wehgetan. Komm, wir gehen. Warte, spürst du das auch? Nein, was? Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Hier liegt etwas in der Luft. Ja, Staub. Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Noch eine Tür. Wollen wir weitergehen? Na klar. Ja, mach du. Mal, wo sie uns hinführt. Oh, der Innenhof. Eine Abkürzung. Sehr gut, dann würde ich sagen, kurz auf die Werkbank abchecken. Beutel verringert die Nachladedauer der Schleuder. Okay. Komm, machen wir einfach. Das hätte ich beinahe vergessen. Das habe ich. Das sollte mir die Sache erleichtern. Red weiter, Rodrik. Nein, Amisa, das ist unterbrochen. Was hast du getan? Ist doch egal, Leute. Rodrik, wo bist du? Ist er hier oder wie? Ich glaube, er ist hier lang gelaufen. Ich hoffe das mal sehr. Aber die fragen gar nicht nach Meli oder haben sie schon damit abgeschlossen, dass sie nicht mehr zurückkehren wird. Ich glaube, die haben damit schon abgeschlossen, dass sie nicht mal kommen wird. Keine Ahnung, ne? Was macht denn Meli eigentlich? Es wäre schade, wenn sie weg ist. Ich komme. Wie, wo, was, ich komme? Alter, wie tief ist das denn? Das war davon nicht so tief. Oder waren es wirklich so viele Ratten, bis es nach oben geragt ist mit ihren Körpern? Rodrik? Wo ist der Junge? Rodrik? Ach, da ist er. Wie ist er dort hingekommen, der Junge? Ah, hier ist eine Leiter. Ja, moin, Digga. Dann runter hier erstmal. Na, Rodrik, was geht's? Was machst du denn? Es hat ewig... Ein Fresko. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Das sind die gleichen Zeichen wie auf den Säulen.
Das Chateau will uns doch etwas mitteilen. Und was teilt es dir mit? Ich verstehe zwar nicht alles, aber ich denke, dass wir hierbleiben können. Amicia, komm schnell! Es geht um Hugo! Oh nein, ich komme! Brauchst du mich? Ich rufe dich. Komm schon! Schnell! Boah, also irgendwie habe ich das so Kennzeichen, dass der liebe Rotrik die Amicia mag. Bitte. Ja, das merkt man ein bisschen, ne? Von wegen, ja, brauchst du mich und so. Kann zwar nett gemeint sein, aber man weiß ja nicht. Aber erstmal sollten wir nach Hugo schauen und mal sehen, wie es ihm geht. Nein! Makula breitet sich zu schnell aus. Scheiße! Ich weiß, Amicia, ich tue mein Bestes. Ich befolge schon die Anweisungen des Buches, aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Laurentius? Nein, nein! Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter in unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge. Du hast recht, wir sollten es versuchen. Amicia, Lukas! Also hat dieses Buch irgendwas gebracht eigentlich, dieses Epasanguis Linguas oder was Lukas meinte? Hat es irgendwas gebracht und die gehen aber beide weg? Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Oh! Melly, du hast ihn gefunden! Mehr tot als lebendig. Aber ja. Amicia, wir sind gekommen, weil... Ja. Arthur, sag du es ihr. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren ketzerverbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Eines Tages sah ich die Wachen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war. Also drohten sie ihr. Und ich hörte ihren Namen. Beatrice Derun. Mutter lebt? Sie lebt! Und du hast Arthur befreien können. Das war nicht leicht. Glaub mir. Du könntest... Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie... Sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Er... befragt sie. Ständig. Sie... foltern sie? Hugo darf davon nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt? Es könnte ihm helfen. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Oh nein! Hugo! Hugo! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los. Heim zu mir. Jetzt! Ihr geht. Wir bleiben bei ihm. Alles wird gut, kleiner Bruder. Versprochen. Dieses Mal heilen wir dich. Gut. Ich hole das Sanguinis Itinera und ein paar Tränke. Und dann gehen wir. Wow, okay, die Mutter lebt noch? Aber die Frage ist, wie wurde dort abgestochen dann bei der Sequenz Alles, was bleibt? Beatrix lebt noch! Und wir müssen anscheinend wieder nach Hause, dort wo alles begann. Und ich glaube, wir nähern uns mehr und mehr dem Finale, kann es sein, das merkt man ein bisschen. Amicia, ist alles in Ordnung? Alter Falter. Es ist nur seltsam, zurück zu sein. Gehen wir. Oh ja, da würde ich sagen, Leute. Ich hätte gedacht, dass ich zurückkommen würde. Zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. Ey, die Charaktere alle, ich mag sie alle wirklich. Die haben sogar ihre eigenen Stile, ihre eigenen Eigenschaften. Das gefällt mir sehr. Ich mag Lukas, ich mag Melly, ich mag auch jetzt ein bisschen den Rodrigue. Obwohl der noch nicht so bekannt ist, aber er wirkt sympathisch. Da würde ich sagen, Leute, wenn wir in der nächsten Folge dann zurückkehren, wo alles begann, wo alles ausgebrochen ist mit der Inquisition und der Überfall und das wird sehr spannend. Da würde ich sagen, Leute, liken, wenn es gefallen hat, Discord-Link in der Bio beitreten. Und dann würde ich sagen, Leute, wir hören uns, dann bleibt gesund und ciao, ciao.